Neue Runde, neues Glück bei unserem Dark Souls Platin Run. Wir haben jetzt Ornstein und Smo ein weiteres Mal gekillt, haben uns Smo seine Seele geholt. Hier ist ein Spielerfreak, super. Und machen uns jetzt direkt auf den Weg zu den Four Kings. Wichtig, bevor wir das Lord Vessel abgeben. Denn das Lord Vessel müssen wir diesmal etwas anders abgeben. Da werdet ihr nämlich sehen, ich habe ja schon gesagt, wir dürfen diesmal mit Framp nicht reden. Das ist der vermeintlich gute Weg, um es mal so zu nennen. Es gibt auf jeden Fall einen Weg, der sehr düster ist. Den möchten wir hier möglichst auch gleich beschreiten. Dafür aber, wie gesagt, erstmal uns mit den Four Kings prügeln. Da geht es natürlich wieder ab zu New Londo. Da suchen wir schon mal die... Wo haben wir sie? Genau, den Wanderflug brauchen wir da, damit wir wieder gegen die Geister überhaupt was machen können. Notfalls liegt hier nochmal welcher. Nehmen wir sicherheitshalber schon mal mit. Ja, komm. Danke. Sensor ausgepackt. Wasser ist nach oben. Oh, wir können hier die... Stimmt, wir können ja noch die Firekeeper-Seele abholen. Das werde ich auch gleich mal machen, da ich endlich mal auf plus 7 komme. Ja, ich kann das schon mal. Zum Glück müssen wir jetzt nicht durch die Gegner durchrennen. Wir können uns jetzt endlich mal durchkloppen um die Firekeeper. What? Ihr sterbt nicht One-Hit? Ernsthaft? Okay, mit schweren Angriff One-Hit. Immerhin. Wo war das? Da war das. Jetzt kommen hier gleich welche hoch. Oh, auf. Nein, Flinten! What? Nein, auf, weg! Ach komm, ist jetzt nicht dein Ernst. Nicht 2 Meter vom Ende. So, neuer Plan. Wir kloppen uns nicht durch, sondern wir rennen durch und kloppen uns raus. Da kann mich nämlich nichts irgendwie von hinten überraschen. Keine tödlichen Griffangriffe. Was liegt denn da hinten? Oh, Wanderflug wahrscheinlich. Nice. Gleich aufgefrischt. Und da sind wir dann deutlich sicherer. Vor allem, ich brauche meine Seelen. Was war das? 50.000? Die sollte ich nicht liegen lassen. Danke. Danke. Alles Wichtige haben wir. Jetzt zu euch. Das ist denkbar ungeil. Oh. Ja. So muss das aussehen. Einschwingen, alle tot. Perfekter geht das kaum. Trotzdem mal nachhalten. Sicher. Kann ich hier durchrennen? Durchs Gebiet. Dafür sind mir eigentlich zu viele Geister. Warum bringen sie ja auch eigentlich nichts? Ja, ein paar Seelen, ne? Hier kommt eh gleich wieder die Falle. Oh, auch. Oh, nein, what? Okay, ich sollte wirklich durchrennen. Scheiß drauf, wir rennen so weit, wie wir kommen. Das war verdammt nochmal nicht weit. Nein, hör auf. Ich hasse diese Geister. Letztes Mal war es so schön einfach. One hit. Und jetzt nerven sie schon in der Masse. Hoch, renn. Wenn sie wenigstens was bringen würden. Ein paar Seelen, ja, aber was soll ich mit... Euch muss ich allerdings töten. Wie der lebt. What? Wo? Da. Ist das der? Bitte sagt, das ist der richtige Weg. Bitte sagt, das ist der richtige Weg. Yes, das ist der richtige Weg. Heilen. Renn. Mir egal, was da liegt. Oh Gott. Das ist so ein Fehler. Oh Gott. Sieh ja nicht auf. Renn. Oh Gott. Überall Geister. Gut. Ich hoffe einfach mal, die verfolgen mich nicht bis hier. Okay, die haben aufgehört. Dankeschön. Was ich aber schnell probieren werde.
Ach nee, ich muss da hoch. Das wird unschön. Scheiße, ich hab einen Fehler gemacht. Nein, nein. Ich hab so einen Fehler gemacht. Nein. So, wir machen den Scheiß jetzt ruhig und entspannt. Ganz gechillt. Erstmal zu dir. Da war doch gerade einer. Ja, ich wollte gerade sagen, die kommen noch. Hi. Dann zu dir. Oh, reicht sogar schon ein so ein Ding. Cool. Ich höre schon, da kommen schon ein paar. Gut. Denn je mehr, desto besser. Nein, 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 nein. Oh, nicht runterfallen. Oh Gott. Das sind die coolsten Gegner, ja? Die sich nicht angreifen lassen. Warum? Umarm dich selbst. Ja, das sollte schon etwas sicherer sein. Etwas zumindest. Yes. Da endet auch das etwas. Nochmal. Hey! Oh, shit. Stirb, stirb, stirb. Stirb du auch? Nein! Stirb! Geht doch! Okay, das sieht schon mal tacken ruhiger aus. Ja, lauf! Nein! Nicht, nein! Nein! Was? Was? Nein! Was? 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 Jesus fucking Christ, es ist wohl auch endlich Zeit. Jetzt sind wir hier endlich bei dem Sila angekommen, nachdem wir diese 80 Trilliardengeist hier doch mal ausgerottet haben. Und jetzt kriegen wir natürlich den wunderbaren Schlüssel für das Fluttor, nur weil wir das Lordfessel schon haben. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lordfessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Done and done. Sehr schön. Jetzt haben wir den Schlüssel, lassen wir das Wasser ab und dann kommen wir endlich mal zu den Four Kings. Ich bin schon fast zum Überlegen, da ich ja letztes Mal schon so herrlich lange gesucht habe, bis ich hier den Eingang zu Four Kings gefunden habe, ob ich nicht einfach gleich sage, ja, ich bringe mal die 100.000 Seelen, die ich hier mittlerweile habe, sicher nach Hause und nehme dann eh gleich die Abkürzung zu den Four Kings. Wäre, glaube ich, der gescheitere. Wo laufe ich eigentlich gerade lang? Was gab es hier in grüne Scherbe? Yes, brauchen wir überhaupt nicht mehr. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, der gescheitere Weg. Ohne Seele. Ey, ich müsste auch mal langsam die ganzen Seelen verballern. Na, nicht, dass jetzt noch ein Unterschied spielt. Ich meine, so viel. Guckt euch an, wie viel Seelen wir mittlerweile kriegen hier. Rennen wir mit 100.000 rum. Und das ist auch nur ein Level up. Also. Sesam, öffne dich!
So, und ich tendiere wirklich dazu, dass ich jetzt mal schnell nach Hause gehe. Also, wo haben wir's, wo haben wir's, wo haben wir's? Homebot bauen. Ich könnte hier noch die Abkürzung freischalten. Ist das überhaupt eine Abkürzung? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist das hier. Stimmt, das ist der eigentliche Weg nach unten. Ach, Homebot bauen. Und ab nach Hause, leveln. Power Walking into the Abyss, ab zu den Four Kings. Wo war die Abkürzung? Die war hier irgendwo. Genau, hier runterspringen. Hier runter. Da kommt ein. Oh, heilen. Ja. Das war nur einer, aber da kommt hier so ein Dark Breath. Type. Hi. Oh. Oh. Geht durch die Rüstung. Durch die Schild. Death. Scheiße. Okay. Bob. Dankeschön. Jobst du was? Nein, natürlich nicht. Außer 4000 Seelenprofi. Nice. Das ist tatsächlich nicht schlecht. So, dich ignorieren wir einfach mal. Dich möglichst auf. Da sind die Geister, da ist das Tor. Und ab zu den... Oh Gott. Ab zu den Four Kings. Jetzt schnell runterrennen, damit da kein Schlag durchtrifft, kein Geist durchkommt. Sollte ich mich schon heilen? Ich könnte nur Humanity einsetzen. Weil ich Humanity brauche. Wie viel Humanity habe ich eigentlich? Ich habe mehr als genug. Die Pots will ich mir doch eher aufheben, weil die heilen ja doch ein bisschen schneller. So, und was wir jetzt auch schon mal machen sollten. Den Ring ab, den Artorias Ring an. Jetzt brauchen wir Damage. Ich hoffe, Verfolger zieht gut was. Werden wir gleich sehen. Ich tendiere dazu, dass ich hier wahrscheinlich noch in Nahkampf gehen muss. Ladies and Gentlemen, Four fucking Kings. Oh, ja, sollte ich rausnehmen. Darf ich? Danke, cool. Verfolger. Da ist er. Ja, komm her. What the fuck did just happen? What? One hit? Oh Gott. Das ist eine sehr sterbereiche Episode. Okay. Heilen. Ein fuck shit up. Meine Fresse, dass mich die Four Kings echt one-hitten, ne? Ich meine, ja, Glass Cannon. Was erwarte ich? Aber... Macht schon fast keinen Unterschied, ob ich jetzt einen Pot nehme oder einen Humanity. Es kann natürlich sein, dass es nur dieser Schlag ist. Aber die haben ja durchaus einen Angriff, den man ja nicht ausweichen kann und so. Da bin ich mal gespannt, wie viel das aussieht. Oh Mann, das wird ein sehr interessanter Kampf. Ich hasse sie nicht umsonst. Ich glaube, ich kann hier jetzt schon... Ja. Verfolger rein. Und ab geht die wilde Fahrt. Krass, muss ich echt komplett ausweichen, ne? Ah, das ist das Ding, was man nicht ausweichen kann. Halt dich! Spear, sag ich! Ein Spear! Zwei Spear! Okay, konnte nochmal ankratzen. Oh Gott, ich habe schon meine Crystal Soul Spears verballert. Das sieht von dem Damage, den ich auch mache, gar nicht so geil aus. Hä? Ist der Spear überhaupt durchgegangen? Okay, ein bisschen konnten wir noch. Krass, alles Spears schon raus. Soul Mars. Oh, for fucking Kings, ey. Wo bist du? Wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Ich schwör bei Gott, ich werde jetzt paranoia, Pete. Endlich. Dem Ding kann man nur noch relativ leicht ausweichen.
heil. Priorität Nummer 1. Solmars. 1, 2, 3. Und immer schön drauf. Auch wenn er schon tot ist, das macht immer noch Damage. Puh, eine haben wir noch. Also, ja, eine Crystal halt. Krass. Läuft gut, aber stressig. Mega viel aus, ne? Ah, jetzt bin ich gebondet. Ist hier so komm. Nein, nein, nein. Oh, nicht der Quatsch. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott, ich lebe noch. Yes! Meine Fresse, hasse ich das. Oh, wer ist denn da? Eine Schlange, ist das Fremd? Nope, das ist tatsächlich nicht Fremd. Das ist Captain Floppy. Carth, eigentlich. Aber ich nenne ihn Captain Floppy. Greetings, undead warrior. I am the primordial serpent, Darkstalker Carth. I can guide thee and illuminate the truth. The truth I shall share without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls, but your progenitor found a fourth, unique soul, the Dark Soul. Your ancestor claimed the Dark Soul and waited for fire to subside. Soon, the flames did fade, and only dark remained. Thus began the Age of Men, the Age of Dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his Age of Fire, and in dire fear of humans, and the Dark Lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frampt, lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature, and become the fourth lord. So that you may usher in an age of dark. Very well. I shall now guide you to Gwyn's prison. Be still and trust thine flesh to me. Das kommt uns doch sehr, sehr, sehr bekannt vor.
Sehr schön. Damit hat man das Lord Vessel wieder abgegeben. Mal gucken, was Karth Nu sagt. Very well. Once the vessel is filled with souls, the gate to Gwyn shall open. Seek Gravelord Nito, the Witch of Izalith, and the traitor, Seath the Scaleless. Fill this vessel with their souls. Then the gate will open, so that you may kill Gwyn. Are you ready? Then, let us return to the Abyss. Entrust thine flesh to me. So, dann gucken wir mal, was Karth uns noch so anbietet. Ah, if you wish, I shall grant the art of life drain, the legendary power of the Dark Lord. It can preserve your humanity while undead and cast off the shackles placed upon your brethren. Bing! So, jetzt haben wir nämlich auch die letzte Covenant, die Dark Wrath Covenant, mit der wir jetzt auch... Oh, Mike Gegenstand bitten? Ach so, stimmt, die kann man ja bei ihm kaufen. Mit der wir jetzt auch alle Covenants haben und wir haben auch gerade die Finsterhand bekommen, was eine der Waffen war, die uns noch fehlten, die tatsächlich ganz cool ist. Das haben die Dark Wrath auch ein paar Mal schon eingesetzt. Ist so eine Waffe, mit der man, die man sowohl als Schild verwenden kann. Ich glaube, die ist irgendwo ganz unten. Genau, da, Finsterhand. Kann man sowohl als Schild verwenden, als auch, dass man sie als zum Angriff benutzen kann. Mit der kann man nämlich die Humanity von anderen Leuten rausziehen, was tatsächlich ganz cool und ganz praktisch ist. Ja, jetzt erstmal das Wichtigste, Level-Ups, 29 Viet, ist doch schon mal ein schöner Batzen. So, damit haben wir das Wichtigste eigentlich erledigt, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ja, eigentlich müsste das passen. Das heißt, wir haben jetzt noch vor uns Nito, Seath, Bed of Chaos. Wir müssen nochmal runter die eine Glut abholen, also müssen wir den Ziegendämon auch töten. Ich glaube, das machen wir sogar als nächstes. Ja, das klingt für mich nach einem Plan. Auf zum Sunlight, Alter! So, ich würde sagen, das machen wir noch schnell. What? Böser Plot-Twist. Oh, ich habe nur 4 Pots, muss ich richtig aufpassen. Was wird denn das? Der Drache ist ja tot, da muss ich mir keinen Stress mitmachen. Ich muss mich hier unten an das andere Bonfire ransetzen. Das wäre ein bisschen gescheiter gegen Ziegendämon. Carper. Carper-Demon? Carper-Demon, ne? Ja, ich glaube Carper-Demon. So, einmal hier runter. Bin sehr gespannt. Ich glaube, Carpathian ist eigentlich auch ein Typ, der ja nicht sonderlich viel aushält normalerweise. Entsprechend, auch wenn wir New Game Plus sind, müsste das ja aussehen wie bei den anderen Anfangsbossen, so Taurus, Demon etc., die ja doch alle sehr, sehr schnell verreckt sind. Trotzdem gehen wir lieber sicher. Wenn wir schon die Option haben, hier an Bonfire uns hinzusetzen, warum auch nicht? Ach komm, da war es doch gerade. Jetzt, mach schnell, mach schnell. Ah, danke. Das wäre resettet. Du bist tot, du bist tot. Du kommst auch noch. Und ab geht's. Stimmt, Stahl gibt's ja auch noch. Bob! Nice. Diese Sense, Leute, diese Sense. Ich muss das schon zugeben, ich habe gerade ein bisschen gestaunt gehabt, wie viel die... Apropos, brauche ich ja nicht mehr. Wie viel die Four Kings eingesteckt haben.
kommst früh. What? Hör auf. Wie viel die Four Kings eingesteckt haben. Ich habe echt jeden einzelnen Zauber verballern müssen dafür. Jetzt mal mit Ausnahme der kleinen Soul Mars, aber... Immerhin. Kam da nicht, ich wollte gerade sagen, aber nur drei Hunde. Bob. Da hilft dir auch kein Springbello. Bam! Surprise! Hopp! Hopp! Heilen! Weiter! Wie viel Verfolger gleich wohl Schaden machen wird? Ist ja so geil, wenn es ein One-Hit wäre. Aber Krabbe hält mehr aus, als dass es ein One-Hit wäre. Ja, er hält deutlich mehr aus. Konnten er nicht mal den Taurus One-Hitten. Also... Oh, Surprise. Achso, der Hund kommt gleich. Wie gesagt. Oh, es waren zwei. Ey, stirb, Bello. Nein. Und du bist auch weg. Super. So. Der Weg ist frei. Genau, hier kommt nichts mehr. Gut, wie war das? Zwei Hunde rennen auf mich zu. Erster Angriff. Rauslocken, zur Seite laufen, ringsrum, Treppe hoch. Here we go. Ja, das mit dem Rauslocken, das war so. Oh Gott, war das schlecht. Warum bleib ich denn stehen? So, Ziegenkopf Runde 2, diesmal ohne stehen bleiben. Oh, komm schon. Nein. Ach, hör doch auf. Ach, komm schon. Was ist denn heute los? Krass, Mann. Jetzt aber. Ich bin echt deutlich aus jeglicher Konzentration raus. Nein, ey, was? Was mache ich denn? So. Ich mache jetzt mal was ganz Neues. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert oder nicht, aber das ist gerade schon dezent frustrierend. Also muss mal eine Planänderung her. Soulspear, damn dogs. You're not a dog! Halt dich! Nein, Alter, es ist halt... Das ist gerade ernsthaft das erste Mal seit keine Ahnung wie lange ich dieses Spiel spiele. Oder was heißt keine Ahnung wie lange ich dieses Spiel spiele? Das erste Mal in einer halben Ewigkeit, dass ich wirklich angepisst bin. Oh Mann, ey. Komm, jetzt aber. Ach komm, und schon wieder in der scheiß Ecke. Nein, Alter! Oh, den ganzen Scheißweg, ey. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Warum? Okay. Dann jetzt halt im Mega-Schutzanzug. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht! Abrüstung OP! Stirb! Stirb! Okay. Ah, wie geil. Wie ich da gechillt weitergelaufen bin, weil es mich nicht interessiert hat. Fucking Super-Panzer-Schutzanzug. So. Alles, was ich jetzt noch schnell machen werde... Ist diese... Verdammt... Ich glaube, ich sollte die Havelrüstung... Ich sollte mir überlegen, ob ich sie nicht etwas länger anbehalte. Die scheint... Das ist so herrlich, dass ich angreifen kann, dass ich weniger Schaden kriege. Und vor allem, dass mein Angriff dabei nicht abgeblockt wird. Ich sollte mir überlegen, ob ich sie anbehalte. Das Problem ist natürlich, ich bin langsamer. Kein Fastroll mehr. Eigentlich ungeil.
Na gut, wir bleiben jetzt mal eine Weile Havel. Gwendolyn, Havel, irgendwas. Oh Mann. Es ist echt erstaunlich. So oft, wie ich dieses Spiel spiele. Was heißt so oft? So lange, wie ich dieses Spiel schon spiele. Wie ich alle Ecken auswendig kenne. Wie ich alles schon x-mal durchlebt habe. War das gerade echt ein Moment, der richtig, richtig bitter frustrierend war. Was irgendwie schon wieder, ich weiß nicht, einfach faszinierend ist. Weil ich habe mich ja so an dieses... Stand gerade 800 Schaden. Wow. Ich habe mich ja so an dieses Spiel schon gewöhnt. Und eigentlich habe ich gedacht, ich bin so abgehärtet, was das mittlerweile angeht. Nein! Offensichtlich nicht. Offensichtlich kann Dark Souls immer eine Bitch sein. Okay, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Ja, dich auch noch. Fopp, weg. Fopp, weg. Jetzt kommt hier noch so ein Scheißköter. Ey, Hundi. Stirb. Der Typ wird so gefinished. Stopp. Oh, kein Scheiß. Oh, bitte jetzt nicht. Oh nein. Das Höllentor ist gerade aufgebrochen. Oh komm. Nein. Nein, 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 heil dich. Und von hinten auch noch. Heilen. Alter. Nein. Das gibt es nicht. Ultimate fucking punishment. Oh, der Hund ist... Der Hund bleibt tot? Herzhaft? Cool, was Neues gelernt. Immerhin. Oh, du wirst so hingerichtet. Du wirst so hingerichtet. Große Glut, endlich. Warum habe ich das nicht gleich beim ersten Durchlauf gemacht? Warum? Warum habe ich nicht die Waffen vorher gespielt? Ich könnte mir den ganzen Scheiß hier ersparen. Okay. Nachdem wir gerade gelernt haben, oder im Laufe dieses Videos gelernt haben, dass heute kein Dark Souls-Tag ist, ist für mich auch Schicht im Schacht. Ich bin so fertig für heute. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, wie kriegt man die letzte Covenant. Wir haben etwas gelernt, dass vielleicht nicht alles stimmt, was uns hier so erzählt wurde über die Legende, über die Geschichte des Chosen Undead. Wir haben gelernt, dass Carper Demon ein verdammtes Arschloch ist. Und vor allem haben wir gelernt, dass Dark Souls, egal wie lange man es spielt, wie gut man es kennt, immer wieder ein Arschloch sein kann. Warum wir jetzt hier stehen, verrate ich noch nicht. Das sehen wir beim nächsten Mal. Und ich sag mal so viel, beim nächsten Mal wird es sehr, sehr, sehr düster.